Guten Abend, liebe Besucherinnen und Besucher unserer Livestream-Veranstaltung im virtuellen Körperforum. Guten Abend, liebe Tanja Kiziak und lieber Adrian Carrasco-Hayermann. Ich begrüße Sie und euch heute Abend sehr herzlich zur mittlerweile 10. Livestream-Veranstaltung der Körperstiftung. Die heutige Veranstaltung findet in der Reihe Demografie 3D statt. Wer noch nicht dabei gewesen ist, fragt sich, was das heißt. Wir meinen dieses 3D tatsächlich mehrdimensional. Erstens ist das die Reihe, in der wir Herausforderungen, die die Alterung unserer Gesellschaft mit sich bringen, plastisch darstellen wollen und von verschiedenen Seiten beleuchten wollen. Zweitens können Sie die 3D auch so verstehen. Wir wollen Demografie-Themen denken, deuten und diskutieren. Für das Denken und Deuten sind heute Tanja und Adrian vom Berlin-Institut zuständig. Wie Sie sich einbringen können, um zu diskutieren, erläutere ich Ihnen gleich noch. Viele Themen bewegen uns in den letzten Wochen. Viele Themen müssen uns bewegen, im Moment vielfach unter veränderten Blickwinkel und mit anderer Dringlichkeit als in normalen Zeiten. Das gilt auch für mein Arbeitsgebiet im Bereich Alter und Demografie der Körperstiftung, denn das Alter bekommt in den letzten Wochen eine neue Konnotation, die nicht abzusehen war und die sicherlich noch der Bewertung bedarf. Mein Name ist Doris Kreinhöfer. Ich leite in der Körperstiftung unter anderem das Projekt Leben mit dem Tod. Während der eine oder andere erstaunt war, dass die Körperstiftung das Thema Tod aufgreift, ist im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie deutlich geworden, dass das Thema Sterben auch ein gesellschaftliches Thema ist. Es gab Berichterstattungen und es gab geäußertes Entsetzen zu den Gegebenheiten, unter denen viele Menschen in dieser Zeit sterben mussten. Das Sterben wurde damit plötzlich zu einem diskutierten Thema. Unsere aktuelle Studie mit dem Titel »Auf ein Sterbenswort«, wie die alternde Gesellschaft dem Tod begegnen will, kann das unterfüttern, was öffentlich sichtbar wurde. Es wurde wahrgenommen, dass unter den Bedingungen von Kontaktbeschränkungen Menschen ohne ihre Vertrauten, ohne ihre Lebensgefährten, ohne Sterbebegleiter den letzten Weg ihres Lebens gehen mussten und so einsam sterben. Damit ist plötzlich bei vielen Menschen das Bewusstsein dafür geweckt, dass sie so nicht sterben wollen und dass sie Wünsche haben, die das eigene Sterben betreffen. Auf diese Wünsche schaut die Studie genauer. Die Arbeiten zur Studie haben wir, das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, die Software-AG-Stiftung und die Körperstiftung vor etwa einem Jahr begonnen. Ausgehend von der Wahrnehmung, dass das Thema Tod jeden betrifft. Dass es aber keine vorgegebenen Pfade des Gesprächs darüber gibt, stattdessen viel Sprachlosigkeit. Wir haben uns gefragt, was passiert in einer Gesellschaft, die demografisch bedingt einen immer größer werdenden Anteil alter Menschen hat? Was passiert mit der Haltung und dem Umgang mit dem Lebensende? Wir beobachten auf der einen Seite Sprachlosigkeit und Wegschieben dieser Thematik hin zu Profis, auf der anderen Seite aber vereinzelt neue Formate der Auseinandersetzung oder alternative Bestattungsmethoden, die dem Sterben und Abschied scheinbar eine neue Bedeutung zukommen lassen. Geht die Reise in eine stärkere Verdrängung oder erleben wir eine Bewegung hin zu bewussterem und offenerem Umgang? In einer repräsentativen Umfrage wurden im Spätherbst 2019 knapp 1.300 Menschen in Deutschland nach ihren Wünschen und Erfahrungen befragt, sodass uns repräsentative Ergebnisse vorliegen. Um darüber hinaus mehr Details zu erfahren, wurden zudem 13 Tiefeninterviews geführt, die die Daten ergänzen. Ich darf Ihnen verraten, dass die Studie auch Empfehlungen geben kann, was wir zu Beginn der Arbeit gar nicht zu hoffen gewagt hatten. Die Empfehlungen beziehen sich auf unsere normale demografische Entwicklung, in der wir einen guten Umgang mit dem Sterben und der Begleitung des Sterbens finden sollten, damit Menschen nicht nach einem langen und hoffentlich erfüllten Leben so ganz anders sterben, als sie sich dies vorstellen. Die Ergebnisse werden Ihnen vorgestellt von Tanja Kiziak. Sie ist seit 2010 für das Berlin-Institut tätig, seit 2012 als stellvertretende Geschäftsführung
Und sie war an zahlreichen Studien beteiligt, zum Beispiel zum Thema sozialer Isolation im Alter, Themen des demografischen Wandels, zur Arbeitsmarktintegration Geflüchteter, aber auch zu demografischen und Bildungsherausforderungen in Afrika. An ihrer Seite berichtet Adrian Carrasco-Heiermann. Er ist seit 2017 als wissenschaftlicher Mitarbeiter für das Berlin-Institut tätig, hat ebenfalls an diversen Studien mitgewirkt, so an Themen zu den in Rente gehenden Babyboomern sowie an Migrations- und Bildungsthemen. Die Präsentation der Studie wird etwa 30 Minuten dauern. Das heißt, da kriegen Sie eine ganze Menge Input. Danach wird es ein Gespräch geben. Im letzten Teil werde ich dann Ihre Fragen, liebes Publikum, zur Beantwortung an unsere beiden Gäste leiten. Dazu unterstützt mich eine Kollegin, die die Fragen entgegennimmt und mir hier reinreicht. Sie haben die Möglichkeit, ab sofort und bis 19.45 Uhr Ihre Fragen per Mail zu senden an demografie@körperstiftung.de. Das sehen Sie, wenn es gut läuft, jetzt auch gerade eingeblendet. Wir versuchen dann, so viele Fragen wie möglich auch zu beantworten. Nun aber zur Studie. Vielen Dank, liebe Doris, für die nette Begrüßung. Und guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Das ist für uns ein bisschen ein ungewöhnliches Format. Es ist eine gewisse Einbahnstraße. Normalerweise ist es auch schön, sein Publikum zu sehen bei einem Vortrag, weil man natürlich besser versteht, ob jetzt die Stirn gerunzelt wird und vielleicht was noch nicht klar ist. Das werden wir jetzt heute Abend leider nicht sehen, aber umso mehr freuen wir uns dann auch auf Ihre Fragen und werden die am Ende gerne beantworten. Eine Kernaussage unserer Studie lautet: Die Gesellschaft sollte sich stärker mit dem Sterben auseinandersetzen. Und warum das notwendig ist, das werde ich Ihnen im ersten Teil des Vortrags herleiten. Wenn wir einen neuen Umgang mit dem Sterben suchen, dann sollten wir uns nach den Wünschen der Sterbenden richten. Und in unserer Studie haben wir erhoben, was die Menschen sich wünschen, wovor sie Angst haben, was sie als Missstand sehen, was ihnen die Auseinandersetzung mit dem Sterben erschwert oder auch erleichtert. Und um all diese Ergebnisse geht es im zweiten Teil des Vortrags. Das wird Ihnen Adrian Carrasco-Heiermann präsentieren. Aus all dem, was wir in der Recherche erfahren haben, haben wir dann schlussendlich auch Handlungsempfehlungen abgeleitet. Die werde ich Ihnen dann im dritten, abschließenden Teil des Vortrags vorstellen. Und ich beginne Vorträge immer gerne mit den guten Nachrichten. Und die gibt es hier. Die meisten Menschen sterben hierzulande am Ende eines langen Lebens. Das war nicht immer so und das können Sie hier an den sogenannten Überlebenskurven sehen. Das hier sind die Kurven für Frauen, die sehen für Männer aber ganz ähnlich aus. In hellorange sehen Sie die Sterbeverhältnisse vor etwa 150 Jahren. Die Kurve geht links sehr steil nach unten. Das bedeutet, dass damals die Kindersterblichkeit sehr, sehr hoch war. Nach der Kindheit sinkt die Überlebenskurve dann deutlich gleichmäßiger. Und das bedeutet, gestorben wurde damals in jedem Alter. Also vielleicht, damit Sie besser folgen können, auf der X-Achse, das sind die Lebensjahre. Im Laufe der Zeit haben sich dann zwei Dinge verändert. Erstens ist die Kindersterblichkeit deutlich zurückgegangen und zweitens wurde der Tod in ein immer höheres Alter verdrängt. Die dunkelgrüne Kurve, das sind die heutigen Sterbeverhältnisse und Sie können sehen, dass diese Kurve sehr lange in der Waagrechten bleibt. Das bedeutet, dass die allermeisten Frauen heute ihren 40. Geburtstag erleben. Steiler beginnt die Kurve eigentlich erst mit ungefähr 75, 80 Jahren zu sinken. Das heißt, erst in diesem Alter steigt die Sterblichkeit merklich an. Mehr als die Hälfte der Frauen werden unter heutigen Verhältnissen 85 Jahre und älter werden. Sprich, die allermeisten Menschen sterben hierzulande am Ende eines langen Lebens. Damit ist der Tod absehbar geworden und in gewisser Weise auch planbar und gestaltbar. Soweit zu den guten Nachrichten, jetzt zur Herausforderung. Wir leben in einer alternden Gesellschaft. Im Moment sind ungefähr 6% der Bevölkerung über 80 Jahre, Tendenz steigend.
und damit steigt auch die Zahl der Todesfälle. Im Jahr 2018 sind 955.000 Menschen in Deutschland gestorben. Das sind pro Tag etwas mehr als 2.600. Sehr bald, in etwa 3 Jahren, dürften wir bei den Todesfällen die Millionengrenze überschreiten. Und die Menschen werden in ihrem Umfeld immer öfter mit dem Tod konfrontiert werden. Und sie werden schlussendlich öfter zu Beerdigungen als zu Taufen eingeladen werden. Und zwar ist das insbesondere dort der Fall, wo die Jungen abgewandert sind, also in den entlegenen ländlichen Regionen. In einigen Landkreisen, zum Beispiel im Kyffhäuserkreis, in Spree-Neiße oder dem Altenburger Land, kommen heute 2 Todesfälle auf eine Geburt. Im Jahr 2035 dürfte das Verhältnis bei 4:1 liegen. Das wird unser Leben verändern. Und 2035, was Sie hier rechts auf der Karte sehen, das ist nicht der Höhepunkt der Entwicklung, sondern das ist eigentlich erst der Anfang eines neuen Trends. 2035, das sind die Babyboomer 65 bis 85 Jahre alt. Und das heißt, das große Sterben, das diese kopfstarken Jahrgänge mit sich bringen werden, das ist auf diesen Karten noch gar nicht zu sehen. Und diese Frage, wie gestalten wir das Sterben, die stellt sich bei den Babyboomern aber nicht rein zahlenmäßig, sondern auch noch aus einem weiteren Grund. Traditionell ist es so, dass sich die Kinder um ihre alten und sterbenden Eltern kümmern. Bei den Babyboomern ist es jetzt so, dass jeder 5. bis 6. kinderlos geblieben ist. Und die Frage ist dann natürlich, aber wer begleitet die Babyboomer dann im Sterben? Und es stellt sich auch die Frage, wen wünschten sich die Babyboomer als Begleiter? Kinderlose, das sieht man an dieser Grafik auch, gibt es nicht erst seit den Babyboomern, aber sie haben diesen Trend verstärkt. Mit den Babyboomern wurden die Familien kleiner, die Kinder leben heutzutage öfter weit weg als früher und die Kinder sind auch stärker beruflich eingebunden. Das gilt vor allem für die Töchter und Schwiegertöchter, die sich früher häufig um die Kranken und dann auch sterbenden Eltern gekümmert haben. Damit könnte die Sterbebegleitung mit diesen Veränderungen, also mit den neuen Trends, könnte die Sterbebegleitung sich von einer familiären Verpflichtung immer mehr zu einer gesellschaftlichen Aufgabe entwickeln. Also kleines Zwischenfazit. Wir brauchen einen neuen Umgang mit dem Sterben aus demografischen Gründen, aber auch, weil sich die Lebensentwürfe verändert haben. Und die große Frage ist, wie schaffen wir als Gesellschaft Voraussetzungen für gutes Sterben? Und zwar jetzt und in Zukunft, wenn die Zahl der Sterbenden steigen wird. Um diese Frage beantworten zu können, muss man natürlich wissen, wie die Menschen sterben möchten. Und hier setzt unsere Studie an. Wir haben beim Institut für Demoskopie Allensbach eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, und haben zudem mit 13 Menschen gesprochen, die sich schon sehr lange mit dem Sterben auseinandersetzen und die auch schon viele Sterbende begleitet haben. Und die Ergebnisse wird Ihnen jetzt mein Kollege Adrian Krauss-Vorheim präsentieren. Ja, danke Tanja und von mir auch nochmal schönen guten Abend. Was wir über die Wünsche für das Sterben in den Leitfadeninterviews erfahren konnten, das mussten wir dann zunächst mal ordnen. Auf dieser Folie sehen Sie jetzt unterschiedliche Dimensionen, mit denen wir das getan haben. Die reichen von körperlich, also ganz oben, bis zu transzendent, das sehen Sie ganz unten. Und die letztere Dimension umfasst dann beispielsweise vor allem spirituelle und religiöse Wünsche. Was Sie auch sehen ist, dass ein Teil der Balken dunkelgrau gefärbt ist. Diese Aspekte haben wir sowohl in der Umfrage als auch in den Interviews nur angerissen und gehen deshalb jetzt auch nicht weiter darauf ein. Wir haben aber noch eine zweite Unterscheidung getroffen, und zwar am Zeitraum, auf den sich die Wünsche beziehen. Also geht es eigentlich um das eigentliche Sterben, nämlich die Zeit vor dem Tod, oder geht es vielleicht eher darum, was kommt danach, also was man unter dem Begriff Jenseits ja auch kennt. In der
Repräsentativumfrage haben wir natürlich auch nach den Wünschen gefragt. Das haben Sie schon gehört. Und auch diese Ergebnisse lassen sich zum Teil nach dem Schema ordnen, was Sie hier sehen. Um die Wünsche abzufragen, lagen den Befragten dabei 21 unterschiedliche Karten vor mit bestimmten Wünschen und dann konnten sie jeweils auswählen, welche für sie persönlich zutreffen oder nicht. Auf fast allen Dimensionen, die Sie in dem Schema hier sehen, finden sich dann auch Wünsche mit besonders hohen Zustimmungswerten in der Repräsentativbefragung und daraus ergibt sich so eine Art Idealbild vom Sterben, also ein Bild, das sehr viele Menschen teilen. Und das lautet, um das jetzt schon mal vorwegzunehmen, die meisten Menschen wollen schmerzfrei sterben, sie wollen gut versorgt sein, nah an ihrem gewohnten Leben bleiben, sie wollen sozial eingebunden bleiben und sie wollen nicht zuletzt ein gewisses Maß an Selbstbestimmung behalten. Diese fünf größeren Wunschgruppen schauen wir uns jetzt noch mal ein bisschen im Detail an. An erster Stelle stehen die grundlegenden körperlichen Bedürfnisse. Also die Menschen wollen schmerzfrei und gut versorgt sterben. In den Interviews, die wir geführt haben, hat sich das ganz häufig als Sorge geäußert. Da sehen Sie dieses Zitat hier unten, wo noch mal zum Ausdruck gebracht wird, ja im Prinzip die Angst davor, dass Menschen das nicht mehr erkennen, wenn man eigentlich Schmerz empfindet oder sich unwohl fühlt. Und ähnliche Aussagen haben wir ganz häufig gehört. Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass 9 von 10 Befragten wünschen, sich ohne Schmerzen zu sterben und fast ein ebenso großer Anteil möchte, dass es nicht zu lange dauert. Das sind die beiden Balken, die ganz oben in der Grafik zu sehen sind. Und dementsprechend legen sie auch großen Wert darauf, eben medizinisch gut versorgt zu sein. Körperliches, wie eben Schmerzen oder auch die Körperfunktionen, sind den Menschen aus ja, guten Gründen wichtig. Wenn die Ohren nicht mehr so richtig wollen oder die Beine einen nicht mehr tragen wollen, dann wirkt sich das ja nicht nur auf die eigene Psyche aus, sondern vor allem auch auf den eigenen Radius, in dem man sich bewegen kann, was man in seinem Leben machen kann, mit wem man wie kommunizieren kann, also auf das Sozialleben der Menschen. 3 von 4 Befragten wollen dementsprechend auch am liebsten im Kreise ihrer Angehörigen sterben, also sozial eingebunden und wollen auch möglichst in ihrer vertrauten Umgebung bleiben. Das bedeutet nah an ihrem gewohnten Leben und dazu gehört auch, dass sie sich häufig wünschen, nicht über einen längeren Zeitraum pflegebedürftig zu werden. Viele Wünsche beziehen sich dabei auf Partner, auf die eigenen Kinder oder auf andere Verwandte. Das zeigte sich in den Leitfadeninterviews wieder ganz deutlich. Dazu auch noch mal unten auf der Folie das Zitat. Aber Sie erinnern sich, viele Babyboomer sind kinderlos geblieben und natürlich sind den Menschen eben auch Geschwister, Nichten, Neffen, das erweiterte Verwandtenumfeld wichtig. Und was sind das jetzt für Wünsche? Also es ist häufig ist es der Wunsch, noch gemeinsame Erlebnisse zu teilen, also zum Beispiel noch die eiserne Hochzeit der Eltern mitzuerleben oder dass der Enkel einen Partner oder eine Partnerin findet, sowas. Die Wünsche betreffen aber auch was eines Tages sozusagen mal zurückbleibt. Also ob sie zum Beispiel in der Lage sind, bestimmte Werte an andere, die ihnen wichtig sind, weiterzugeben. Also Solidarität oder Nächstenliebe wurde da häufig genannt. Aber auch natürlich der Wunsch, die eigenen Liebsten materiell abzusichern. Gleichzeitig ist es so, dass viele Angst davor haben, einsam zu sterben und das ist nicht ganz unberechtigt, denn mit dem Alter steigt auch das Risiko, sich einsam zu fühlen. Und auch deswegen sind Familie und Freunde so wichtig. In der Repräsentativbefragung
kam heraus, dass 4 von 5 Befragten möglichst lange selbstbestimmt leben wollen. Und dabei kommt dem sozialen Umfeld wiederum eine zentrale Rolle zu. Also 84% haben beispielsweise angegeben, dass sie sich auf Angehörige verlassen wollen, wenn es um wichtige Entscheidungen am Lebensende geht. Weil sie können so gefühlt sicherstellen, dass Entscheidungen, die am Ende getroffen werden müssen, in ihrem Sinne getroffen werden. Sie wollen in wichtigen Fragen eben entscheiden oder zumindest mitentscheiden können. Und die Entscheidungen, die das betrifft, sind beispielsweise, in welcher Umgebung möchte ich eigentlich sterben? Wer soll mich begleiten? Welchen medizinischen Maßnahmen stimme ich zu? Welche lehne ich eher ab? Selbstbestimmung ist jetzt einer von 2 zentralen Wünschen, die wir auf der psychologischen Dimension ausgemacht haben. Und der zweite dreht sich dann um die Frage, ob man am Lebensende dann eigentlich zufrieden auf das eigene Leben zurückblickt. Dazu sehen Sie hier auch nochmal das Zitat von einer unserer Befragten, die das so alles in allem ganz gut wahrnimmt. Und dazu kann man sagen, dass je älter die Menschen werden, desto eher haben sie schon mal so eine Art Lebensbilanz gezogen. Manche tun das häufiger, manche 1-2 Mal im Leben. Und gerade unter älteren Personen dürfte das dazu beitragen, so eine Art positiven, etwas harmonischeren Blick auf das Leben zu gewinnen. Hier sehen Sie jetzt nochmal alles auf einen Blick. Und nochmal kurz zusammengefasst, das bedeutet, würdevolles oder gutes Sterben, wie man es nennen möchte, bedeutet für einen Großteil der Menschen, dass sie schmerzfrei, gut versorgt, nah an ihrem gewohnten Leben, im Kreise ihres sozialen Umfeldes und selbstbestimmt sterben. Und da macht es jetzt nicht so einen Unterschied, ob das Frauen oder Männer sind, ob das junge Menschen sind oder alte, ob sie arm oder reich sind, ob sie einen Migrationshintergrund mitbringen oder nicht. Diese Wünsche sind sozusagen über die klassischen sozioökonomischen Kriterien hinweg sehr ähnlich in der Bevölkerung. Die Repräsentativbefragung hat uns aber Hinweise gegeben, dass 2 andere Merkmale damit zusammenhängen, wie Menschen über Sterben und Tod denken. Darauf gehe ich jetzt noch mal kurz ein. Wenn die Menschen nah am Gewohnten, also etwa in den eigenen 4 Wänden, sterben wollen, dann braucht es dafür natürlich auch die entsprechende Versorgungsstruktur. Und die Umfrage zeigt uns, je kleiner die Stadt, desto häufiger vermissen die Bewohner ambulante palliativmedizinische Angebote oder auch Hospize. Sie haben das Gefühl, die Versorgung reicht nicht aus. Das erste Merkmal, das wir gefunden haben, ist also die Wahrnehmung der palliativmedizinischen Versorgung vor Ort. Und mit ihren Sorgen liegen die Menschen nicht immer falsch. Man muss sagen, zwar ist die Anzahl an palliativmedizinischen Angeboten seit spätestens Mitte der 90er immer weiter gewachsen und insgesamt steht Deutschland gut da. Aber auf Länder- bzw. Kreisebene gibt es natürlich trotzdem erhebliche Unterschiede. Wie wirkt es sich jetzt aus, wenn Menschen das Gefühl haben, die Versorgung reicht nicht aus? Dazu sehen Sie hier auf der Folie einige Aussagen, die in der Umfrage denen zugestimmt werden konnte und dann nochmal aufgeteilt nach der Gruppe, die ein Versorgungsdefizit sehen und denen, die das nicht sehen. Und diejenigen, die Defizite sehen, berichten häufiger, dass Personen aus ihrem eigenen Umfeld unsicher sind, wie sie eigentlich mit Sterbenden umgehen sollen, wie sie sie begleiten sollen. Sie wünschen sich, zu einem größeren Teil Sterbehilfe in Anspruch nehmen zu können. Und unter ihnen finden sich auch mehr Menschen, denen es besonders wichtig ist, dass die Angehörigen da sind. Das heißt, wo es den Bewohnern an den professionellen Angeboten zumindest gefühlt fehlt, wird das soziale Umfeld noch wichtiger, um Sterbenden beizustehen. Und wer jetzt wiederum schon mal Sterbende begleitet hat, sieht vieles an der Versorgungslage besonders kritisch. Da sind wir eigentlich damit beim zweiten Merkmal, welches
auffiel in der Repräsentativbefragung. Das ist nämlich die Erfahrung damit, Menschen im Sterben zu begleiten oder beizustehen. Wenn man da gute oder schlechte Erlebnisse macht, dann prägt sich das ein und wirkt sich auch eben nicht nur auf die Sterbenden, sondern auch auf die Begleiter aus. Das heißt, zugespitzt formuliert könnte man sagen, die Begleiter befassen sich etwas stärker mit dem Sterben, haben oft eindeutigere Präferenzen, wie sie selbst im Sterben unterstützt werden wollen und blicken kritischer auf die Probleme bei der Versorgung von Sterbenden. Auf der Grafik, die Sie jetzt sehen, sehen Sie, wie Befragte je nach Begleitungserfahrung verschiedene Missstände beurteilen. Und ein Beispiel, was ganz oben zu sehen ist, unter jenen, die schon mal Sterbenden beigestanden haben, sieht es ein größerer Anteil als Missstand an, dass Sterbende am Lebensende häufig noch ins Krankenhaus gebracht werden, auch wenn das möglicherweise aus medizinischer Sicht nicht zwingend notwendig wäre. Jetzt fragen Sie sich möglicherweise zu Recht, wer hat überhaupt schon mal Zeit mit Sterbenden verbracht? Und das haben wir auch in der Umfrage uns angeschaut. Es ist so, dass etwas weniger als die Hälfte der Befragten das schon mal getan hat. Und es lässt sich sagen, dass je älter die Menschen, desto eher haben sie schon mal Sterbende begleitet, was jetzt erstmal nicht weiter überrascht. Insgesamt sammeln sie ambivalente Erfahrungen am Sterbebett von anderen. 60% haben in der Umfrage angegeben, dass sie noch schöne Momente mit Sterbenden verbringen konnten. Gleichzeitig haben fast 50% gesagt, dass sie noch ein schlechtes Gewissen haben, weil sie das Gefühl haben, sie hätten noch mehr tun können oder mehr tun müssen. Und trotz dieser ambivalenten Erfahrungen schließt es nur ein sehr geringer Teil aus, Sterbende erneut zu begleiten. Umgekehrt bedeutet das, 62% können sich vorstellen, Angehörige und Freunde beim Sterben zur Seite zu stehen. Und das sind besonders diejenigen, die es auch schon mal gemacht haben. Das liegt unter anderem daran, dass sie die Begleitung als eine sehr sinnstiftende Aufgabe wahrgenommen haben, die sie auch bereichert hat. Dazu sehen Sie hier links auch noch mal ein Zitat von einer Person, die ehrenamtlich im Hospiz tätig ist. Für die Begleitung ist es notwendig, Sorgen, Ängste, aber auch Wünsche und Bedürfnisse gegenüber Angehörigen und Freunden zu kommunizieren, um überhaupt zu wissen, worüber man sprechen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, mit wem würden die Menschen eigentlich am ehesten über das Sterben sprechen? Das haben wir uns auch angeschaut. Und heutzutage ist der Austausch über das Sterben vor allem Familienangelegenheit. Die Hälfte der Befragten würde das Thema am ehesten mit ihren Partnerinnen oder Partnern ansprechen. Das sehen Sie in dem obersten Balken in der Grafik. Aber man muss dazu sagen, erstens bietet die Familie nicht immer und auch nicht für alle den richtigen Rahmen, um das Sterben zu thematisieren. Denn Angehörige und Sterbende sind jeweils selbst Betroffene in der Situation. Und das fordert die Menschen natürlich unweigerlich auch emotional heraus. Und zweitens, nicht alle haben überhaupt einen Familienverbund, in dem sie das Thema ansprechen könnten. Sie haben vorhin schon gehört, viele Babyboomer sind kinderlos geblieben, die Scheidungsraten sind gestiegen, Einpersonenhaushalte nehmen auch gerade unter Älteren zu und Familien leben über größere Distanzen verstreut. Das heißt, die Frage ist, mit wem sprechen diejenigen, die in Familie oder Umfeld nicht die Gelegenheit dazu haben, das Sterben zu besprechen. Das heißt, daraus ergibt sich auch nochmal so die gesellschaftliche Aufgabe, Antworten darauf zu finden. Die Umfrageergebnisse legen letztlich auch nahe, dass es ein generelles Bedürfnis gibt, sich anders als bislang mit dem Sterben auseinanderzusetzen. Wie Sie schon gesehen haben, wir haben auch nach Missständen gefragt. Und von 13 Auswahlmöglichkeiten stand im Ergebnis an erster Stelle Folgendes, nämlich, dass das Sterben heutzutage häufig verdrängt wird. Das haben immerhin 3 von 4 Befragten bejaht.
Und das weist natürlich darauf hin, dass es einen gewissen Bedarf gibt, der unbefriedigt bleibt, und führt uns gleichzeitig auch zu den Handlungsempfehlungen, die Ihnen jetzt Tanja Kiezerk vorstellt. Danke. Wir haben zwei große Handlungsempfehlungen: Reden und Handeln. Also, die erste, nochmal ein bisschen ausführlicher: Wir müssen anders über das Sterben reden. Warum wir zu dieser Handlungsempfehlung kommen, hat Ihnen Adrian Carrasco-Heiermann gerade hergeleitet. Die Familie bietet eben nicht immer den richtigen Raum. Die zweite Forderung lautet: Wir müssen Sterbende gut begleiten und den Sterbebegleitern dabei helfen. Und diese zweite Forderung liegt sehr nahe, wenn wir nochmal einen Blick auf andere genannte Missstände werfen. 73% der Befragten meinen, viele Menschen sterben einsam und haben niemanden, der sich um sie kümmert. Der einsame Tod, das ist ein ganz großes Schreckensbild, und es ist zugleich aber auch ein Auftrag an die Gesellschaft. Wir müssen die Sterbenden begleiten. Und die gute Nachricht dabei ist, dass viele Menschen bereit sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Also Sie erinnern sich an das Tortendiagramm von der vorletzten Folie. Die große Mehrheit ist dazu bereit, und es ist wirklich nur eine Minderheit, die das kategorisch ablehnt. Die Frage ist, machen wir das mit der Sterbebegleitung im Moment gut? Ja, da sind die Befragten doch eher skeptisch. 74% meinen, in Heimen und Krankenhäusern hat das Personal wenig Zeit, sich liebevoll um die Sterbenden zu kümmern. Und 61% denken, viele Angehörige und Freunde sind unsicher, wie sie einen Sterbenden begleiten sollen. Wir hatten noch ein paar weitere Fragen in der Umfrage, die jetzt hier nicht dargestellt sind. Beispielsweise haben von denjenigen, die schon mal einen Sterbenden begleitet oder einem Sterbenden beigestanden haben, nur 72% angegeben, dass Freunde, Kirche oder die Kommune ihnen eine große Stütze war. Also die Bevölkerung sieht hier ganz klar noch einen Verbesserungsbedarf, und dieses Gefühl sollte man sehr, sehr ernst nehmen, wenn man die Bereitschaft erhalten oder sogar noch ausbauen möchte, dass Menschen sich in der Sterbebegleitung engagieren. So, jetzt in größerem Detail zur ersten Handlungsempfehlung. In der Gesellschaft oder in der öffentlichen Debatte geht es durchaus um Tod und Sterben, allerdings häufig um besondere Aspekte wie etwa um Sterbehilfe. Aber es geht, und es geht vergleichsweise selten um den normalen Tod, also um den Tod oder um das Sterben am Ende eines langen Lebens. Daher unsere Forderung: Die Gesellschaft muss das normale Sterben zum Thema machen, auch außerhalb der Familie. Und wer kann und soll den Dialog anstoßen? Das kann im Prinzip jeder. Jeder Einzelne, aber natürlich könnten das auch sehr gut die Medien, indem sie mehr zum normalen Tod berichten. Die Regierung könnte eine Öffentlichkeitskampagne lancieren. Stiftungen, Hospize können einladen zum Austausch. Und auch Unternehmen könnten das ganze Thema in der Rubrik Vereinbarkeit auf den Tisch bringen. Wie sollten wir das Sterben zum Thema machen? Am besten mit ganz vielfältigen Formaten. Also die Menschen haben unterschiedliche Vorlieben, wie sie sich einem Thema nähern. Die einen lesen lieber drüber, die anderen gehen lieber zu einer Ausstellung. Wieder andere beschäftigen sich lieber en passant bei einem Liederabend, oder andere gehen zu einer Fachkonferenz. Also je mehr Formate wir anbieten, desto mehr Menschen können wir erreichen. Ganz wichtig dabei ist es, dass wir Gesprächsräume außerhalb der Familie schaffen. Und das muss jetzt nicht immer eine ganz ausgetüftelte Veranstaltung sein, sondern auch eine Kommune oder eine Bücherei oder sogar eine Privatperson kann zu einem Austausch einladen. Es gibt sogenannte Death Cafés oder Café Tod. Das ist ein Veranstaltungsformat, das sich wachsender Beliebtheit erfreut. Da treffen sich mehr oder minder Fremde in einem kleinen Rahmen, um
über das Sterben zu sprechen. Also es ist keine Trauergruppe, sondern es geht wirklich um Tod und Sterben. Wichtig ist es auf jeden Fall, dass wir das Thema sensibel ansprechen. Man muss beim Thema Sterben und Tod im Hinterkopf haben, dass es bei vielen Menschen Angst auslöst. 23% der Befragten haben in der Repräsentativumfrage angegeben, dass sie Angst vor dem Tod haben. Also das ist jeder Vierte. Und deswegen müssen die Formate, die man anbietet, eben sehr einladend und niedrigschwellig sein. Also beispielsweise sollte man von vornherein klarstellen, dass Zuhörer willkommen sind und dass nicht jeder einen eigenen Redebeitrag leisten muss. Und worüber genau sollten wir uns austauschen? Über sehr, sehr vieles. Also die Themenfülle ist groß. Bei gutem Sterben geht es eben mehr, eben nicht nur um pflegerische Aspekte oder um Patientenverfügung, sondern ganz, ganz viele Wünsche befinden sich auf der sozialen und psychologischen Dimension. Also Sie erinnern sich bestimmt an die Einstiegsfolie meines Kollegen mit den vier Dimensionen und dieser Wünschewolke, die auf der sozialen und psychologischen Ebene lag. Und vielleicht einfach mal so ein Beispiel, was ein wichtiger Aspekt ist, dass zum Beispiel der biografische Rückblick am Lebensende. Also sich mit der Frage zu befassen, was möchte ich noch vollenden oder was möchte ich hinterlassen. Wenn man darüber Klarheit hat, dann hilft das beim Abschied nehmen. Nun zur zweiten Handlungsempfehlung. Wir müssen die Sterbenden begleiten und die Begleiter unterstützen. Zunächst einmal ist es schlichtweg so, dass die Menschen Informationen brauchen. Also, was haben sie zu erwarten, wenn sie jemanden im Sterben begleiten? Welche Begleiterscheinungen? Wie verläuft der Sterbeprozess? Ein sehr gutes Angebot sind hier die sogenannten Letzte-Hilfe-Kurse. Die funktionieren im Prinzip ganz ähnlich wie ein Geburtsvorbereitungskurs, nur eben das andere Ende des Lebens. Und dieses Angebot sollte man definitiv noch ausbauen. Informationen brauchen aber nicht nur Privatleute, sondern auch diejenigen, die sich um Ältere kümmern, etwa im Pflegeheim oder im Krankenhaus. Für sie wäre es sehr, sehr wichtig zu wissen, wie man neben Schmerzen auch Angst und Unruhe lindern kann. Das ist diese Forderung nach der hospizlichen Kultur, die Sie hier auf der Folie sehen. Ein sehr spannendes Beispiel kommt hier aus Neumünster. Neumünster ist eine Stadt, in der es kein Hospiz gibt. Aber eine Hospizinitiative schult die Mitarbeiter in den Pflegeheimen in ihrem Umgang mit Sterbenden. Sie wollen sozusagen diese hospizliche Kultur etablieren. Und zwar zum einen, um Sterbende besser begleiten zu können und zum anderen aber auch, um das Pflegepersonal zu entlasten. Das ist sicherlich ein sehr wichtiger Aspekt, die Entlastung von professionellen Unterstützern. Wir haben einen großen Mangel an Pflegekräften, das sehen wir im Moment ja ganz deutlich, wird uns ja gerade deutlich vor Augen geführt. Und es ist sehr wichtig, den Beruf wieder attraktiver zu machen, eben auch, indem Arbeitsbedingungen sich verbessern. Werfen wir aber nochmal den Blick auf diejenigen, die das Sterben im Privaten begleiten. Für Sie ist es wichtig, dass Ihre Kommune vor Ort die Strukturen stärkt. Also, dass die Kommune beispielsweise einmal drauf schaut, was haben wir an palliativmedizinischen Angeboten und reicht das aus? Und dass Sie auch Initiativen unterstützt, wo die Menschen nacheinander schauen, als zum Beispiel Nachbarschaftshilfen fördert. Die Corona-Krise hat uns ganz deutlich gezeigt, dass es diese Form der Solidarität gibt. Und hier kann zum Beispiel die Kommune mit Wissen, mit Räumen oder mit Ansprechpartnern bereitstehen. Für Privatleute ist, das ist jetzt das Letzte hier auf der Folie, ist auch die Vereinbarkeit ein ganz großes Thema. Also, wie kann man Sterbende neben dem Beruf her oder in einer Pause vom Beruf begleiten? Hier sind dann natürlich die Arbeitgeber gefordert. Und
Es kommt jetzt sehr darauf an, wie wir das, die Sterbebegleitung in Zukunft gestalten wollen. Also wenn wir es bei einer familiären Verpflichtung lassen, ja, dann müssen wir von Vereinbarkeit von Familie und Beruf sprechen. Aber wenn wir das Ganze in eine größere gesellschaftliche Verantwortung geben möchten, dann müssen wir vielleicht auch den Vereinbarkeitsbegriff neu definieren. Also wenn es auch um freundschaftliche oder nachbarschaftliche Verpflichtungen geht, dann müsste es eigentlich eher Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf heißen. Ich möchte fast schon zum Abschluss gerne eine Interviewpartnerin zu den Handlungsempfehlungen zu Wort kommen. Ich bin einmal in ein Zimmer reingekommen, da war eine Frau im Sterben und habe vor lauter Schreck die Tür wieder zugemacht. Wie schlimm ist das denn? Ich habe mich gar nicht getraut, das zu erzählen. Für uns war das ein sehr eindrückliches Zitat, weil es so ehrlich ist, aber auch so nachvollziehbar ist. Es gibt sicherlich viele, die in der gleichen Situation sehr ähnlich reagiert hätten und auch die Tür wieder zugemacht hätten und sich dann hinterher geschämt hätten. Und wir denken, dass das Zitat ein ganz guter Beleg ist, dass wir mit unseren Handlungsempfehlungen nicht ganz falsch liegen. Wir haben die Empfehlungen, wie die gesamte Studie, erarbeitet, als Corona noch gar kein Thema war. Also die Handlungsempfehlungen beziehen sich nicht auf die Zeiten einer Pandemie. Und trotzdem ist die Studie und sind auch die Empfehlungen durch Corona in gewisser Weise hochaktuell geworden. Wir haben durch Corona ganz klar gesehen, wie Menschen nicht sterben wollen. Also in Italien oder New York, wo sie möglicherweise um eine gute palliative Versorgung bangen mussten. Und auch in Deutschland ging wegen der Kontaktsperre oder geht vielleicht sogar noch wegen der Kontaktsperre die Angst vor dem einsamen Sterben. Was uns letztes Jahr dazu bewegt hat, die Studie in Angriff zu nehmen, das hat einer unserer Interviewpartner so formuliert. Die demografische Entwicklung ist so, dass wir Babyboomer jetzt die klassischen Kranken und Alten werden. Und der schmale Stamm soll dann für uns alles regeln und sortieren. Also die Babyboomer haben tatsächlich noch ein paar gute Jahre vor sich und sie werden jetzt nicht sofort zu den klassischen Kranken und Alten werden, aber irgendwann schon. Und ja, wir müssen darüber nachdenken, wie der schmale Stamm die Sterbebegleitung dann regeln und sortieren soll. Und zwar regeln und sortieren so, dass die Wünsche der Sterbenden respektiert werden. Und genau diese Wünsche, aber auch die Sorgen, die wollten wir mit unserer Studie thematisieren und Denkanstöße bieten. Das Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung, die Körperstiftung und auch die Software-AG-Stiftung teilen im Übrigen nicht den Pessimismus aus dem Zitat, dass es nicht funktionieren kann und wird. Die Herausforderung lässt sich gestalten, aber wir müssen darüber reden und dann auch handeln. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Tanja, vielen Dank, Adrian, für die Vorstellung der Studie. Wir werden jetzt noch ein bisschen drüber sprechen. Ich habe mir vorher natürlich schon überlegt, was ich fragen will. Während ihr erzähltet, fiel mir aber dauernd noch wieder was ein, weil ich einfach finde, dass es sehr, sehr viele spannende Aspekte in euren Ergebnissen gibt. In unserer gemeinsamen Arbeit durfte ich immer wieder feststellen, dass ihr die nüchternen Wissenschaftler seid, die immer an ihrem Thema dranbleiben und sich auch nicht von mir ablenken ließen oder zum Interpretieren verleiten ließen. Dafür habt ihr meine Bewunderung, weil ich eher diejenige bin, die los will mit Interpretationen und die Diskussion darüber gerne führen möchte. Deshalb bleibe ich jetzt wahrscheinlich auch nicht ganz so nüchtern, sondern würde euch gerne schon ein bisschen mitnehmen auf meinen Interpretationspfad. Ich muss hier zwischendurch immer mit den Armen wedeln, weil meine Lampen hier ausgehen, wenn ich mich lange nicht bewegt habe. Ihr habt beide schon zahlreiche Studien begleitet, allesamt zu spannenden Bevölkerungsthemen. Und Tanja, du hast auf der Pressekonferenz gesagt, dass diese Studie deine Lieblingsstudie wäre. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint war, aber ich würde gerne wissen, wie es zu der Äußerung kam.
Die war ernst gemeint, aber sehr spontan. Und ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber all meinen anderen Studien jetzt. Jetzt habe ich die alle gekränkt. Also deswegen muss ich auch ganz kurz sagen, also die Studien des Berlin-Instituts sind alle spannend. Also Demografie hat man ja manchmal den Eindruck, da geht es um Zahlen, aber tatsächlich geht es in der Demografie um Menschen und um Schicksale und es geht um die Gesellschaft und die Gemeinschaft, wie wir Herausforderungen gestalten wollen. Deswegen, kleine Werbeeinblendung, alle Studien des Berlin-Instituts sind sicherlich sehr, sehr lesenswert. Warum? Aber ich will ganz ehrlich antworten, ja, die Sterbenstudie, das ist sicherlich das ist eine besondere Studie für mich, vielleicht auch, weil mich das Thema persönlich sehr stark beschäftigt. Ich habe einerseits Eltern, die zum Glück beide noch gesund sind und beide noch leben, aber die auch jetzt doch in dem fortgeschrittenen Alter sind, wo langsam ja doch klar ist, dass der Tag irgendwann kommen wird. Und ich habe auf der anderen Seite ein kleines Kind. Ich habe einen 4-jährigen Sohn, der versucht, das Thema Tod und Sterben zu begreifen. Und der mich dann auch so Dinge fragt, Mama, was ist Tod? Wie ist das? Und Mama, wirst du mal sterben? Und der auch auf seine Art darüber philosophiert. Und also neulich meinte er, das war bevor du auf der Welt warst. Und er überlegte dann so und meinte, oh, war ich tot, bevor ich auf die Welt kam? Und diese Art von philosophischen Fragen, das ist gerade Teil meines Lebens und das war einfach auch schön, das auf der Arbeit dann fortzuführen. Aber auch abgesehen vom Persönlichen muss ich sagen, dass es wirklich eine schöne Studie ist. Also diese Ergebnisse aus der Allensbach-Umfrage, die sind hochinteressant und die sind auch im Detail sehr interessant anzuschauen. Und die Interviews, die Zitate fand ich zum Teil wirklich sehr berührend und auch sehr bewegend. Also zum Beispiel hat ein älterer Interviewteilnehmer gesagt, ja, früher, da wusste man, wenn die Menschen sterben, die haben vor Schmerzen geschrien. Und sowas hat mich dann schon auch dazu bewegt, doch auch dankbar zu sein, dass ich hier und jetzt lebe und dass wir so eine gute palliative Versorgung hierzulande und heutzutage haben. Insofern finde ich es einfach eine sehr bewegende Studie. Mhm. Dankeschön. Adrian, wir haben zu Beginn unserer Zusammenarbeit mal zusammengesessen und kannten uns noch gar nicht, haben uns eigentlich nur über die Studie austauschen wollen oder über das, was da wohl kommen könnte und sind doch ziemlich schnell so sehr in einem sehr intensiven und sehr persönlichen Gespräch gewesen. Also ich hatte so das Gefühl, dass das Thema es nicht zulässt, dass man sich lange an der Oberfläche bewegt. Ja, ich glaube, das ist genau richtig formuliert. Also ich habe auch so im Vorhinein zu dieser Veranstaltung mal drüber nachgedacht, was war es eigentlich, was mich so daran gereizt hat. Und ich glaube, das ist genau das auch. Das ist so ein bedeutungsvolles Thema für Menschen und jetzt mal vielleicht weniger aus der persönlichen, sondern aus der professionellen Sicht ist es wirklich ganz spannend, sich für 1 oder 2 Stunden mit einer Person hinzusetzen, die man, wie wir damals vielleicht uns, die man nicht kennt und so einen intimen Blick auch in die Gedankenwelt von einer Person zu bekommen und also es ist, ja, hat sehr viel Bedeutung für die Menschen, glaube ich. Und das macht es sehr spannend. Hat häufig eine große Ernsthaftigkeit auch. Und ich glaube, das ist, das gibt dem auch sozusagen den richtigen Stellenwert. Aber vielleicht ist das auch mit einem Punkt, warum es vielen dann eher schwerfällt, darüber zu sprechen. Also vielleicht etwas, wo man mit anderen Formaten und anderen Inhalten dann auch drüber hinauskommt. Ja. Gab es an den Ergebnissen etwas, was dich überrascht hat? Also was ich mir wirklich ganz anders vorgestellt hatte, war eigentlich, wie ähnlich, also wie wenig Unterschied es eigentlich macht, ob es jetzt, also was ich vorhin aufgezählt habe, ob es jetzt Männer oder Frauen sind oder Leute, die eher ein geringes oder ein hohes Einkommen haben und so weiter. Das hatte ich so in der Recherche vorher nicht in dem Ausmaß
gesehen und war dann eigentlich ganz erstaunt, dass das wirklich so stark zu sehen ist. Im Nachhinein ergibt es natürlich dann Sinn, weil es ja doch auch auf eine Art dann erstmal stimmt, dieser Satz von wegen vor dem Tod sind alle gleich, nämlich jedes Leben endet halt irgendwann. Und das, wie ich mir das wünsche, ist, ja, ich glaube, da gibt's quasi grundlegende Wünsche, die sehr viele Menschen teilen, und was dann sozusagen darüber hinausgeht, im Detail, da steckt dann der Unterschied. Ich glaube, bei vielen Fragen, insbesondere bei den wirklich entscheidenden, für uns entscheidenden Fragen, gab es ja wirklich immer eine hohe Übereinstimmung von Ansichten und Wünschen. Wir haben ja auch gehört, dass ein hoher Anteil der Befragten bemängelt, dass wir alle uns zu wenig mit dem Sterben auseinandersetzen. Gleichwohl ist es ja, aber gehören Sie ja dazu, zu diesen Befragten. Und natürlich stellt man sich an der Stelle ja auch immer die Frage, warum soll ich mich dann überhaupt damit auseinandersetzen? Kann ich ja eh nicht ändern und ist mir irgendwie unangenehm. Warum ist es dann überhaupt sinnvoll, sich mit dem Thema Sterben und Tod auseinanderzusetzen, Tanja? Es ist natürlich schon mal sinnvoll, sich gesellschaftlich damit auseinanderzusetzen, weil einiges auf uns zukommen wird. Aber den Aspekt lasse ich jetzt mal weg. Ich glaube, es ist auch gut und wichtig, sich individuell damit auseinanderzusetzen. Und zwar aus zwei Gründen. Das eine ist, den anderen zuliebe, also sozusagen den Angehörigen zuliebe, um mit denen auch auszuklamüsern, was mute ich dir zu, was ist dir wichtig, was ist mir wichtig. Und ich glaube, das Zweite ist, sich selbst zuliebe, ist es eigentlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wir haben innerhalb von der Studie ein Interview mit Ursula Lehr geführt. Die war in einer Person Familienministerin, Psychologin und Gerontologin. Und die hat es wunderbar dargestellt, dass der Abschied sehr viel leichter fällt, wenn man das Gefühl hat, dass die Dinge abgeschlossen sind und dass man zufrieden zurückblickt. Und das, ich glaube, das ist deswegen wichtig, sich auch damit auseinanderzusetzen, dass das Leben endet und was möchte ich dann eben noch unbedingt vollenden und was ist auch okay, wenn es nicht endet. Ich glaube, die Auseinandersetzung ist außerdem auch sehr wichtig, weil den Menschen so wichtig ist, selbstbestimmt zu sterben. Mhm. Und dieses Selbstbestimmte, also das bezieht sich gar nicht primär auf Sterbehilfe. Also das ist so ein Thema, das in der Gesellschaft viel diskutiert wird, aber ich glaube, da geht es um viel, viel mehr. Also wie sehr möchte ich medizinisch betreut werden, wie eng möchte ich betreut werden, möchte ich zu Hause sterben oder im Hospiz oder im Krankenhaus. Und um dieses Maß an Selbstbestimmung, dass die Menschen sich tatsächlich einen ganz hohen Anteil wünschen, um das überhaupt umsetzen zu können, muss ich mich informieren, muss auch die Möglichkeiten kennen und muss eigentlich vielleicht auch wissen, wie ist das Sterben im Hospiz? Ist es wirklich besser als vielleicht zu Hause? Also ich glaube, dass die Auseinandersetzung ist fürs individuelle Leben einfach aus verschiedenen Gründen wichtig. Das möchte ich gerne noch mal zuspitzen, weil ich das Ergebnis so wichtig finde. Eigentlich auf eine ganz schlichte Ja-Nein-Frage, wenn du dich darauf reduzieren lassen möchtest. Kann es selbstbestimmtes Sterben überhaupt geben, wenn ich überhaupt nicht informiert bin? Also da ich zuspitzen soll, würde ich sagen, nein, das geht nicht, weil man sich tatsächlich damit befassen muss. Und übrigens auch selbst, wenn man dann nicht eine eigene Patientenverfügung im Detail auseinander formuliert, weil man sagt, kann ich gar nicht alles voraussehen, dann hat man aber zum Beispiel die Möglichkeit, über eine Vorsorgevollmacht jemand anderen die Entscheidung zu übertragen, zu sagen, okay, du kennst mich gut, du wirst dann die Situation wahrscheinlich besser einschätzen können, als ich, triff du die Entscheidung in meinem Sinne. Aber um sowas delegieren zu können, muss man eben auch sich selber damit auseinandergesetzt haben und dann auch gemeinschaftlich sich auseinandergesetzt haben.
Genau, denn Selbstbestimmung kann ja durchaus auch heißen, eine Person meines Vertrauens soll für mich bestimmen, weil ich das so möchte. Das ist dann ja auch selbstbestimmt. Adrian, wir haben bestimmte Wünsche in starker Ausprägung gesehen. Menschen möchten schmerzfrei sterben, gut versorgt, nah am Gewohnten und sozial eingebunden und selbstbestimmt. Wie siehst du denn die Chancen, dass das auch erreicht werden kann? Ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Wünschen. Also wenn ich mir diese Reihe jetzt anguckt, dann würde ich sagen, schmerzfrei und zumindest medizinisch gut versorgt, da müssen sich eigentlich die meisten jetzt schon keine Gedanken machen. Also ne, Deutschland hat eine gute Versorgung im Palliativbereich, auch wenn es natürlich Verbesserungsbedarf gibt. Wo es schon ein bisschen anders aussieht, wäre, würde ich sagen, beim Wunsch, nah am gewohnten Leben zu bleiben, was ja auch beispielsweise beinhaltet, nicht über einen langen Zeitraum pflegebedürftig zu werden. Und das ist eigentlich jetzt schon zu beobachten, dass es anders kommt. Also fast alle werden am Ende ihres Lebens über zumindest einen gewissen Zeitraum darauf angewiesen sein, Unterstützung von anderen zu erhalten. Und genauso würde ich auch sagen, ist es beim Wunsch, sozial eingebunden zu sterben, natürlich eine Frage von, wie bereite ich das ganz persönlich für mich vor? Also jetzt ganz runtergebrochen, wie viel investiere ich eigentlich in meine Beziehungen, in mein soziales Umfeld? Und aber natürlich auch eine Frage von, welche Rahmenbedingungen habe ich dafür? Also arbeite ich so viel, dass ich gar keine Zeit habe, mich für Freunde oder Familie zu interessieren, oder bleibt dieser Raum da? Und ich glaube, das sind so zusammen mit dem Selbstbestimmen, was ich jetzt gerade mal ausklammer, weil wir gerade schon darüber gesprochen haben, das sind so die Wünsche, wo sich wahrscheinlich am stärksten sowohl individuell als auch gesellschaftlich noch nachsteuern lässt. Ja, und da kann man auch schon zumindest im ganz Kleinen sehen, weshalb das vermutlich für viele auch so ein schwieriges Thema ist. Da hängen so viele andere schwierige Themen noch mit dran. Als du gerade das Thema der Unterstützung und dass man wahrscheinlich ja doch irgendwie Unterstützung zulassen muss am Lebensende ansprachst, fiel mir ein, dass es da ja auch ein Phänomen gab jetzt in der Corona-Pandemie, wo es wahnsinnig viele Hilfs- oder Helferplattformen gab und ganz, ganz viele Menschen, die helfen wollten, aber da war kaum jemand, der irgendwie Hilfe haben wollte. Und ich glaube, mit dem Thema nicht mehr alles alleine machen und nicht mehr komplett ohne die Hilfe anderer auskommen, haben wir nebenbei irgendwie auch noch ein ganz schönes Thema und ganz schöne, ein Drops zu lutschen. Da ist einfach auch noch, das hängt noch nicht mal unbedingt mit dem Sterben zusammen, aber kann aber auch damit zusammenhängen. Und wenn wir da nicht weiterkommen, dann kommen wir natürlich auch nicht so leicht weiter in dem Thema schwächer werden, Unterstützung zulassen und dann auch unterstützt sterben. Oder mit Unterstützung sterben. Dann nützt es aber nichts, wir müssen trotzdem weitermachen. Und zwar, Tanja, mit dem nächsten Thema, was ich auch ganz spannend fand. Die Menschen, die schon Sterbende begleitet haben, die sind eher bereit, wieder Menschen im Sterben zu begleiten. Obwohl das gleichzeitig die Menschen sind, die eigentlich die Missstände eher benennen, die es in der Versorgung gibt. Wieso tun sie es trotzdem? Also das sind natürlich diejenigen, die generell schon mal eine Bereitschaft gezeigt haben und das auch ausgelebt haben. Und das liegt sicherlich auch mit daran, dass so schwierig die Erfahrung ist, doch auch wertvolle Erfahrungen sind. Also eine wertvolle Erfahrung ist zum Beispiel auch dieses Abschied nehmen zu können, nochmal schöne Erinnerungen miteinander verbringen zu können. Also ich denke, bei allen
Schwierigkeiten und Herausforderungen, die sich mit sich bringt, ist es doch auch was, was sich sehr auf das positiv auch auf das eigene Leben auswirken kann. Also es haben verschiedene ehrenamtliche Hospiz-Mitarbeiter hatten das auch gesagt, dass es so eine wertvolle ehrenamtliche Tätigkeit ist, weil es ihnen auch sagt, wo sie die Prioritäten in ihrem eigenen Leben setzen sollten. Also wo, hat eine Frau so schön gesagt, na, manchmal verausgabt man sich, weil der Kollege nervt in der Diskussion, mit dem verausgabt man sich und dann geht man zu einem Sterbenden und merkt, alles Pillepalle. Und das, also es ist tatsächlich so, wie viele Interviewpartner das gesagt haben, sehr hilfreich fürs Leben. Und deswegen ist es wahrscheinlich nicht nur, also ich glaube, viele Menschen sind bereit, Angehörige zu begleiten. Die Daten sind ein bisschen anders, wenn man nach ehrenamtlicher Begleitung fragt. Aber diejenigen, die es schon tun, die empfinden das als eine ganz großartige als ein ganz großartiges Ehrenamt. Entschuldigung, ich bin hier gerade ein bisschen vom Thema abgekommen, bin hier gerade verrutscht. Moment, ich muss einmal kurz nachsteuern. So, bin wieder im Film. du hast gerade von den schönen Erinnerungen und schönen Erlebnissen gesprochen. Dann komme ich gleich zur nächsten Frage an dich, Adrian. Wir haben ja gehört davon, Tanja hat von einigen Beispielen berichtet, dass es eben gute Beispiele gibt, die einen guten Umgang mit dem Sterben irgendwie ein wenig näher bringen. Und Beispiele, die zeigen, dass auch ein guter Umgang allen Beteiligten nützt und nicht nur für irgendwen gut ist, sondern Betroffene sind wir ja sowieso alle. Egal von welcher Seite, ob als Unterstützender in Sterbenprozessen oder als Selbststerbender, das beides werden wir irgendwann sein. Ich selbst engagiere mich hier in Hamburg in einem Projekt bei dem Wünschewagen vom ASB. Und dabei kann ich einfach immer wieder auch gut erleben, dass es oftmals darum geht, am Ende des Lebens etwas abzurunden oder etwas zu beenden, etwas abzuschließen. Und das sind auch jetzt nicht unbedingt irgendwelche großen Geschichten, sondern ihr habt vorhin auch schon davon gesprochen, es ist auch mal noch einmal die alte Schulfreundin sehen oder noch einmal den eigenen Garten sehen oder mit jemandem etwas klären. Das sind so die kleinen wichtigen Dinge am Lebensende. Und es ist einfach auch für Menschen wichtig, da einen Abschluss zu finden und Dinge nochmal zu betrachten, um sich leichter vom Leben lösen zu können. Jedenfalls das, was ich so da wahrgenommen habe. In der Studie habt ihr aber noch weitere Good Practice-Beispiele aufgezeigt. Gibt es da eins, was dir besonders gut gefällt, Adrian? Also mehrere wahrscheinlich tatsächlich, aber eins, was ich tatsächlich in der Recherche und dann so im Nachhinein auch sehr beeindruckend und schön finde, ist ein Projekt aus Bonn. Das ist eine Kooperation zwischen einer, ich glaube, ehemaligen Hörfunkredakteurin und der Uniklinik. Und was die machen ist, Menschen, die sterben, denen geben die Möglichkeit, am Lebensende nochmal so Geschichten zu erzählen. Und die werden dann aufgenommen und für die Angehörigen im Prinzip als eine Art Hörbuch zusammengestellt. Und das trifft eigentlich so auch ein bisschen, was du gerade schon gesagt hast, dass man als Angehöriger und Sterbender natürlich involviert ist, weil einerseits bleibt so ein, wie ich finde, sehr schönes Zeitdokument von der Person, die einem lieb ist, die da dann geht. Und gleichzeitig kann es natürlich für die Person, die stirbt, auch genauso eine Funktion erfüllen, wie mit bestimmten Dingen auch nochmal abschließen, bestimmte Dinge nochmal sagen, bestimmte Geschichten erzählen, die einem wichtig waren oder ähnliches. Also das fand ich ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ja, finde ich auch sehr schön.
Dabei fällt mir noch ein, dass ja auch das Thema Trauer natürlich am Thema Sterben und Tod noch dranhängt. Und dass natürlich auch, wenn man sich mit den Themen Sterben und Tod auseinandersetzt und sich auch bespricht, auch innerhalb der Familie, dass dann sicherlich auch das Trauern anders stattfindet. Gut, aber ich darf nicht schon wieder hängen bleiben. Wir haben noch mehr zu besprechen, bevor die Publikumsfragen, die mir inzwischen vorliegen, da gleich auch noch mit einfließen werden. Tanja, im Moment entfacht sich die Diskussion darüber, ob die Bewertung alter Menschen als Risikogruppe eine Altersdiskriminierung einzuleiten droht. Und ich habe da immer so das unangenehme Gefühl, wenn dann dieses Spektrum aufgemacht wird zwischen dem agilen, durchtrainierten Silver-Agern und auf der anderen Seite den kranken, fragilen Alten, die zu beschützen sind, dann stellt sich mir immer die Frage, ob in beiden Sichtweisen nicht die kleine Einsicht fehlt, dass Alter einfach mit Fragilität zu tun hat, mit Abbau zu tun hat. Ob ich das jetzt hören möchte oder nicht, aber ich glaube, das ist ja ein physiologisch einfach ein vorgegebener, normaler Prozess. Und es gibt einfach den körperlichen Abbau mit zunehmendem Alter. Das ist ein Fakt und es ist kein Makel. Und ich habe so das Gefühl, dass egal welche, wie ich es betrachte, ob ich sage, die Silver Ager sind ganz fit und haben keine Falten und gehen ins Fitnessstudio, oder ob ich sage, oh Gott, die sind alle so krank und die sind ja alle, um die muss man sich kümmern, dann wird dieser Abbau immer als Makel betrachtet. Und ich glaube aber, dass uns das eben sehr im Weg steht und dass man mit Abbau, um den man eh nicht umhinkommt, trotzdem gut leben kann, ohne ihn dauernd zu verleugnen oder mit neuen englischen Bezeichnungen irgendwie schicker aussehen zu lassen. Und da sprechen wir ja von Vergänglichkeit, mitten in unser Thema rein. Ließ es sich vielleicht besser altern, wenn wir diese Vergänglichkeit akzeptierten? Möglicherweise. Ich glaube, ein Teil dieses Silver Ager versus Alt und Gebrechlich kommt daher, dass wir das Renteneintrittsalter bei 65 Jahren angesetzt haben, auch wenn sich das jetzt langsam erhöht. Aber mit 65 ist man heutzutage wirklich noch sehr fit. Und vielleicht ist auch diese Dreiteilung des Lebens sehr innerlich und deswegen stemmen sich vielleicht viele Ältere auch dagegen oder wollen dann so fit rüberkommen. Und das ist ja auch korrekt. Also wir wissen, dass die Menschen bis ungefähr 80 eigentlich mit relativ wenig Einschränkungen leben und dann kommen langsam nach und nach die gesundheitlichen Einschränkungen. Aber auch mit über 80 kann man noch ein sehr gutes Leben leben. Wahrscheinlich nach dem, was wir wissen mit der Auseinandersetzung und mit dem Abschied, dass das sozusagen dieses Anerkennen, dass was zu Ende geht, dass der Abschied dann auch leichter fährt, das gehört wahrscheinlich dazu, dass tatsächlich würde es einem wahrscheinlich leichter fallen. Ich würde gerne noch mal einmal zurückkommen. Das hat ja auch mit diesem, nehme ich Hilfe an oder nicht, zu tun. Da würde ich vielleicht gerne aus einer anderen Studie zitieren. Das hat gar nichts mit Alter zu tun. Also es ist nicht so, dass es den Eltern schwerfällt, Hilfe anzunehmen, sondern das kennen wir auch aus ganz anderen Kontexten. Entlegener ländlicher Raum. Da gibt es Leute, die bieten an, andere in ihrem Auto mitzunehmen. Und es gibt ganz viele Leute, die Mitfahrgelegenheit anbieten. Und es gibt ganz wenige, die es annehmen. Und das weiß man, dass es viel leichter ist, Hilfe anzubieten, als sozusagen um Hilfe zu fragen. Und das ist vielleicht was man ändern muss. Aber was, glaube ich, gar nichts mit dem Altersbild zu tun hat, weil das bei jungen Menschen genau das Gleiche ist. Also es gibt da tatsächlich auch Initiativen, die dann überlegen, wie man das eher als eine Art Austausch vielleicht auch aufbaut, sodass jemand, der Hilfe nimmt, gleich das Gefühl hat, auch was zurückzugeben. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, um die dürft ihr euch auch schlagen. Also dürft ihr euch aussuchen, wer die beantworten möchte. Ich hatte am Anfang gesagt, dass wir uns zu Beginn der Studie oder zu Beginn der ganzen Arbeiten miteinander gefragt hatten, wohin wohl die Reise geht.
geht es zu mehr Offenheit und zu einem bewussteren Umgang mit dem Sterben? Oder bleibt es noch in der Verdrängung und wir müssen ziemlich doll noch dran arbeiten, also wir? Können wir darauf jetzt eigentlich eine Antwort geben? Wohin ich fange vielleicht mal an. Ja. Ich glaube, wir können insofern keine Antwort geben, als dass es ja eine Frage ist, wohin geht es in der Zukunft? Und das lässt sich nun mal nicht vorhersagen. Aber was ich schon so sehe, ist, dass die allein schon die Anzahl an Initiativen, Projekten, Personen, die öffentlich sichtbar sind, die dieses Thema nach vorne drücken und tatsächlich auch versuchen, auf die Agenda zu setzen und dazu beizutragen, dass es eine Auseinandersetzung mit genau diesen Fragen gibt von, wie wollen wir eigentlich mit Sterbenden umgehen, wenn das soziale Umfeld es nicht hergibt oder Ähnliches, was bringt das für mich selbst. Ich glaube, da gibt es in den letzten Jahren, das lässt sich beobachten, dass es immer mehr wird. Und das ist natürlich trotzdem, das darf man dann aber nicht vergessen, eher wahrscheinlich noch eine Minderheit und macht noch nicht so viel aus, aber ich glaube, das Thema an sich erhält deutlich mehr Sichtbarkeit und deshalb ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt mit den richtigen Inhalten, also sowas wie auch eine Sorgekultur zu stärken, dass eben genau dieses Hilfe anbieten und annehmen auch funktioniert und nicht sozusagen im luftleeren Raum versammelt. Das ist ein guter Zeitpunkt und deshalb bleibe ich optimistisch und sehe es mal, dass es zu mehr Auseinandersetzungen kommt und genau. Ich kann ganz anekdotisch ergänzen. Also ich erzähle natürlich auch, wenn ich an der Studie sitze, zu was ich arbeite. Und ich hatte schon den Eindruck, wenn ich gesagt habe, wir machen eine Studie dazu, wie Menschen sich dem Sterben nähern und was sie für Wünsche und Ängste und Sorgen haben, dass das eigentlich so ein Thema war, so ein kurzes und dann aber das ist mal interessant und das ist wichtig und dieses Philosophieren, was ich vorher erzählt habe, was ich viel mit meinem kleinen Kind mache, das ist dann was, wenn man einen Gesprächsanlass hat, was auch also ich hatte in meinem Umfeld, das ist rein anekdotisch, ich hatte das Gefühl, dass es eine große Offenheit gibt und vielleicht manchmal einfach ein Gesprächsanlass gegeben sein muss, um drüber nachzudenken. Und man muss das auch nicht immer alles bierernst besprechen. Manchmal kann man so ein Thema auch mit ein bisschen Humor, ich glaube, man kann sich auch mit Humor ganz gut nähern und man muss auch nicht eine einstündige philosophische Debatte machen, aber immer mal wieder das Thema ansprechen. Ich glaube, da gibt es wirklich eine Offenheit. Das ist natürlich, das habe ich gerade gar nicht geahnt, aber das ist natürlich eine Steilvorlage für mich. Das begründet natürlich, warum ich mein Projekt Leben mit dem Tod auf jeden Fall noch weiterführen muss. Was ich auch tun werde, aber sollte es da mal Zweifel geben, habe ich jetzt ein Dokument, was beweist, wir müssen weitermachen. Also vielen Dank erstmal für die Antworten auf meine Fragen. Jetzt werde ich euch ein paar Publikumsfragen mal übermitteln. Wir haben noch eine Viertelstunde, aber das könnten wir schaffen. Ich schau mal, welche Reihenfolge. Warum meinen Sie, dass die Auseinandersetzung innerhalb der Familie nicht reicht? Willst du, Adrian? Ja, ich kann mal. Ich glaube, wir würden das gar nicht so kategorisch sagen, dass es auf individueller Ebene nicht reicht. Der Punkt ist eher, dass es auf gesellschaftlicher Ebene absehbar ist, dass für viele Leute dieser Raum entweder nicht zur Verfügung steht oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Und es deshalb wünschenswert ist, dass man außerhalb der Familie eben auch darüber sprechen kann. Und wie ich vorhin in der Präsentation auch schon einmal gesagt habe, das haben wir auch aus den Leitfadeninterviews mitgenommen, das ist einfach ein in der Familie ein besonders emotionales Thema. Das heißt, das bringt eine besondere Schwere mit sich. Die gehört auch, denke ich, dazu. Das heißt, in irgendeiner Form
muss man damit auch umgehen. Aber für sich selbst herauszufinden, was sind eigentlich meine eigenen Wünsche, vielleicht funktioniert das für manche besser außerhalb der Familie in einem unbefangenen Rahmen. So. Ja, danke schön. Dann habe ich hier, haben Sie eine Empfehlung für einen anderen Umgang mit Besuchen von Menschen in Pflegeheimen? Sollte nicht das Selbstbestimmungsrecht der Menschen ernster genommen werden? Wunsch nach Besuch, ich denke mal, das geht um die aktuelle Situation der Kontaktbeschränkung. Also da sind wir jetzt tatsächlich nicht die Spezialisten. Und das ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Situation. Wir hatten bei der Pressekonferenz Heiner Melchung zu Gast. Das ist der Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin. Und hatten den bei der Pressekonferenz auch um eine Einordnung in die aktuelle Situation gebeten. Also eben ganz konkret auch gefragt, müssen denn die Menschen jetzt Angst vor dem einsamen Sterben haben? Und also er hat tatsächlich gesagt, auch in den Krankenhäusern einsam sterben die Menschen nicht, aber natürlich diese Schutzausrüstung, die ist weiterhin gegeben. Aber es wird in Deutschland, anders als man es jetzt aus Italien gehört hat, versucht, dass die Menschen sozusagen noch einen Zugang zu ihren Angehörigen haben. Nichtsdestotrotz kann man es aber auch kritisieren, weil die Zugänge zu den Palliativmedizin und Palliativstationen und auch zu den Hospizen tatsächlich sehr stark eingeschränkt wurden durch die Pandemie. Aber das ist immer ans Hausrecht gebunden. Also das ist, kann man auch gar nicht generalisieren, dass es für alles über einen Kamm geschoren wird. Und ich glaube, dass einige Pflegeheime da weniger restriktiv sind und andere restriktiver. So, dann brauchen wir überhaupt mehr palliative Versorgungseinrichtungen oder brauchen wir einfach ein stärkeres gesellschaftliches Miteinander? Ich würde sagen, per se brauchen wir nicht unbedingt mehr palliative Einrichtungen, sondern an den richtigen Stellen. Also hatte ich vorhin auch schon mal kurz angesprochen. Also es gibt eigentlich eine gute Anzahl an Stationen mit Palliativversorgung oder Hospizen und Ähnlichem. Aber die sind eben nicht überall sozusagen zugänglich und sind aber eben auch, vielleicht ist es zum Beispiel für den einen Landkreis besser, ein vernünftiges ambulantes Angebot zu haben, weil die Menschen dort nicht in ein Krankenhaus gehen, um zu sterben. Also es kommt, glaube ich, sehr auf die lokalen Bedürfnisse an. Das heißt, da sind auch ein bisschen die Kommunen gefragt, vielleicht das in den Blick zu nehmen. Deshalb, genau, würde ich sagen, per se nicht unbedingt. Dazu würde ich vielleicht auch noch kurz was sagen. Ich habe in den 80er Jahren selbst in der Pflege gearbeitet. Da war ich als Babyboomer, also noch auf der anderen Seite sozusagen, also noch nicht in der nicht in Gefahr, selbst zu den Alten oder zu Pflegenden zu gehören. Und auch damals war die pflegerische Situation ja schon durchaus schwierig. Und ich bin eigentlich bereits mit Pflegenotstand in den Beruf gestartet. Also, dass wir jetzt eine nicht zufriedenstellende Versorgung im Bereich der Versorgung Sterbender im Krankenhaus haben, das würde ich mal behaupten, das hat noch nicht mal mehr nur mit den Babyboomern oder mit dem demografischen Wandel zu tun. Das Problem war sogar schon vorher da. Deshalb, also war für mich irgendwie einfach auch klar, dass wir brauchen die Gesellschaft in dem Thema. Können wir uns drehen und wenden, wie wir wollen, und wir können mehr Palliativversorgung verlangen. Das wird uns aber nicht so besonders viel nützen, weil sie war schon vorher nicht in ausreichendem Maße da. Sie wird in Zukunft auch nicht in ausreichendem Maße da sein. Aber gesellschaftlich glaube ich, dass wir die Situation durchaus verbessern können. Okay, vielleicht darf ich da noch eine Sache ergänzen. Also da muss man die Babyboomer jetzt vorerst auch wirklich mal als Potenzial verstehen.
Die Babyboomer sind jetzt tatsächlich fit. Die ersten sind schon im Ruhestand, da werden jetzt immer mehr kommen. Und die sind engagiert, also die wollen sich engagieren. Und man weiß auch, dass sie sich gerne für Ältere engagieren. Also sozusagen, das sollte man definitiv auch versuchen zu nutzen. So, in dem Zusammenhang ist die nächste Frage auch ganz passend. An wen gehen die Handlungsempfehlungen, die aus der Studie hervorgegangen sind? Interessieren sich unsere Politiker dafür? Und wie reagieren Sie darauf? Also die Handlungsempfehlungen sind tatsächlich sehr breit gestreut. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Politik das Thema mitunter auf dem Schirm hat. Also es gibt vom Familienministerium zum Beispiel eine wirklich schöne Broschüre, die so eine Annäherung an Sterben und an den Tod ist. Und ich war letzte Woche im Austausch mit einem Unternehmen, die das Thema durchaus auch auf dem Schirm haben. Also die sehen, dass ihre Belegschaft, da ist Vereinbarkeit eben nicht nur runter zu den Kindern gedacht, sondern auch hoch zu den Älteren. Und dieses Thema Pflege und dann auch Sterbebegleitung, das ist ein Thema. Wie organisierst du das? Vor allem, wenn die Leute weit weg wohnen, stellst du sie frei oder machst du Homeoffice-Möglichkeiten? Also wie man das schafft, das ist auch für Unternehmen ein Thema und ein schwieriges Thema, weil es eigentlich noch nicht den großen Wurf im Moment gibt. Insofern, also die Empfehlungen richten sich sicherlich nicht nur an die Politik. Die Politik kann das nicht alleine richten. Ja, dann kommt jetzt vielleicht die erschütternde Nachricht des Abends. Die Empfehlungen richten sich eigentlich wirklich an jeden Menschen. Jeder kann sein Stück dazu beitragen. Das heißt, auch alle, die jetzt zugucken und zuhören, auch für sie gelten die Handlungsempfehlungen. Das heißt, es gibt jetzt nicht den, wo wir diese Handlungsempfehlungen jetzt mal hinschicken und die soll es regeln, sondern es geht schon um uns alle, die da ihren Beitrag dazu leisten können. So, was haben wir denn noch? Meine Nachbarin ist gestorben. Ihr Mann leidet sichtbar, aber ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Wie lerne ich das? Willst du was? Ich überlege gerade noch mal einen Moment. Ihr hattet ja vorhin, ich glaube, Tanja hatte vorhin die Letzte-Hilfe-Kurse genannt. Also das wäre vielleicht an dieser Stelle ganz gut, oder? Es gibt sicherlich nicht nur Letzte-Hilfe-Kurse, sondern ein Beratungszentrum in Hamburg, wo man sich auch lernen kann, sozusagen den Umgang mit dem Tod und mit dem auch mit der Anteilnahme. Auch das ist ja sozusagen wie zeige ich, dass ich mitfühle. Das ist ja tatsächlich auch ein großes Thema. Und mir ist da sehr präsent geblieben, was Heiner Melching bei der Pressekonferenz gesagt hat. Also da war auch die Frage, sollen wir das alles professionalisieren oder ist die Gesellschaft als Ganzes verantwortlich? Und er meinte, obwohl er aus der professionellen Ecke kommt, nee, das auf keinen Fall alles professionalisieren. Die Leute sollen sich einfach mal trauen, auch Fehler zu machen. Man kann sich dann hinterher auch entschuldigen, wenn es falsch war. Und er findet das ganz wichtig, dass man eigentlich so aus dem Bauch heraus dann auch agiert. Und das ist mir sehr hängen geblieben. Das fand ich eine sehr gute Aufforderung. Da sind wir ja eigentlich auch nochmal bei einem Anfangs, ich glaube, das Wort hatte ich zu Anfangs verwendet, ein Problem, nämlich die große Sprachlosigkeit, die sich ja, glaube ich, genau in solchen Momenten auch zeigt, wo wir alle immer Angst haben, etwas Falsches sagen zu können, jemandem gegenüber, der gerade trauert, und dann auch sicherheitshalber mal gar nichts sagen. Und das ist natürlich dann für denjenigen wahrscheinlich nicht gerade die beste Variante. Und es gibt ja natürlich auch die Möglichkeit, einfach zu zeigen, man ist da, man ist ansprechbar. Und man muss ja gar nicht groß Ratschläge geben. Ja,
Ich glaube, das liegt so in unserer aller Natur, dass wir immer gerne eine Lösung haben möchten. Und wenn wir keine Lösung haben, dann gehen wir sicherheitshalber nicht in Kontakt. Mhm. Ja, ich glaube, ein paar Fragen sind noch da. Wenn diejenigen, deren Fragen jetzt nicht beantwortet wurden, unter derselben Mailadresse nochmal, oder haben wir jetzt alle Adressen? Nee, wir müssen ja alle Mailadressen haben. Dann würde ich euch vielleicht nochmal fragen, ob wir da auch hinterher nochmal was beantworten können. Ja, klar. Gerne. Gut. Tanja Kiziak, Adrian Carrasco-Heiermann, ich danke euch ganz herzlich für die Vorstellung der Studienergebnisse und ich danke euch ebenso, ich danke ebenso erstmal der Software AG Stiftung, hier insbesondere Konrad Lampert, mit denen wir einfach wunderbar zusammenarbeiten konnten und mit so viel Engagement und wirklich auch Herzblut, glaube ich, alle an diesem Thema arbeiten konnten. Das war einfach eine sehr tolle Zusammenarbeit und es lohnt sich auch, die Studie zu lesen. Liebes Publikum, Sie können die Broschüre über die Seiten des Berlin-Instituts oder über die Seiten der Körber-Stiftung bestellen oder als PDF downloaden. Auf jeden Fall können Sie an die Ergebnisse kommen. Ich danke an dieser Stelle auch ganz herzlich unseren Kollegen von der Technik, die uns mal wieder so wunderbar hier durchgebracht haben und auch vorher schon sämtliche kleinen und größeren Problemchen lösen konnten, und meiner Kollegin Franka, die mir die Fragen hier reingereicht hat. Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse, liebes Publikum. Tragen Sie die Ergebnisse weiter. Reden Sie einfach mal mit Leuten über dieses Thema und lassen Sie sich überraschen, dass dadurch irgendwie auch ganz viel in Gang kommt und das auch gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht denkt, darüber zu sprechen. Auf jeden Fall werden Sie von der Körber-Stiftung weiterhin zu diesem Thema Veranstaltungen sehen oder hören können, vielleicht auch irgendwann mal wieder im Körber-Forum. Auf jeden Fall sonst auf die Seiten gucken, ob es was im Livestream gibt und ja, schauen Sie mal wieder vorbei. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön. Tschüss. Hat euch das Video gefallen? Dann abonniert unseren Kanal, um kein Video zu verpassen. Schaut gern auch in unserer Mediathek vorbei auf körber-stiftung.de/mediathek und folgt uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.